So, Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Kristall Nuzlocke Challenge. Hey, Hannes hat kritisiert, dass ich das letzte Mal gar nicht gemacht habe. Traurig, traurig. So, Schuljunge Julius wurde besiegt. Aber was? So, schauen wir erstmal, was Hannes gemacht hat. Oh, Andreas? Wer ist Andreas? Andreas ist ein Safcon. Gut, zugegebenermaßen ist die Frage ein bisschen überflüssig, weil ich habe in der Tabelle des Todes schon gesehen, dass Andreas ein Safcon ist. Aber ja, ist auf jeden Fall schön. Wahrscheinlich hat er damit keinen Preis gewonnen, aber uns geht es ja hauptsächlich um das Pokémon. Der Preis wäre ja bloß Zugang gewesen. So, was sagt Julius? Man kann noch viel lernen. Zum Beispiel, es gibt 50 verschiedene TMs. Getauschte Pokémon erhalten mehr Erfahrungspunkte. Dein Wissen ist bemerkenswert. Ich mag das. Sollen wir Tipps austauschen? Ich rufe an, wenn ich etwas herausfinde. Gibst du mir deine Telefonnummer? Na klar. Oh, dein Nummernspeicher ist voll. Du kannst die Nummer nicht speichern. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das mal als Anlass, um hier ein bisschen auszumisten. So, der Käfersammler Greg zum Beispiel kann weg. Ich bin der Meinung, wir brauchen keine Leute, die uns einfach bloß zuquatschen oder die vielleicht alle Jubeljahre mal einen Rückkampf machen wollen, wo wir sowieso nicht hinfahren können. Das heißt, ich lösche jetzt einfach alle Nummern von den Leuten, die uns keine Items geben oder die nicht andere sinnvolle Funktionen haben. Weil Bill zum Beispiel ruft uns ja an, wenn die Box voll ist. Bodo, wenn es Sonderangebote gibt. Und Holger und Gudrun geben uns Items. Gut, und dann würde ich sagen, fügen wir einfach die Nummer von Julius noch hinzu. Vielleicht ist ja was Sinnvolles dabei, ansonsten kann man die Nummer später immer noch löschen. So, er ruft an, wenn er etwas erfährt. So, jetzt müssen wir uns erstmal orientieren, was Hannes schon so alles gemacht hat. Okay, meine Pokémon sind entzückend. Ich will dir sagen, wie stolz sie mich machen. Ja, mit den Frauenstimmen muss ich mich heute ein bisschen zurückhalten. Ich habe das Gefühl, dass ich mich so langsam aber sicher erkälte und ich bin ein bisschen heiser. Aber nichtsdestotrotz werde ich versuchen, die Aufnahme jetzt hier so gut wie möglich zu erledigen. Safcon. So, was haben wir denn sonst? Griselda, Renate, Philipp, Elfriede, Parzival. Gut, dann nehmen wir erstmal Griselda. Und dann denke ich, werden wir das so machen. Also werde ich das jetzt so machen, dass ich Andreas so lange trainiere, bis er sich entwickelt. Und dann denke ich mal, werde ich erstmal wieder Philipp weiter trainieren, weil wir unbedingt ein Wasser-Pokémon brauchen. Das ist erstmal wichtig. Was Stolz angeht, kann ich dich schlagen, aber... Hey, Andreas entwickelt sich. Tja, so schnell kann es gehen. Glückwunsch, dein Andreas wurde zu Smetbo. So, hätten wir auch das. Obwohl ich trainiere das Smetbo jetzt einfach noch so lange, bis es Konfusion kann. Weil ohne Konfusion ist das Smetbo nicht so gut. Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf? Ja, was ich noch zu Philipp sagen wollte, ist es natürlich schön, dass wir dann endlich ein Wasser-Pokémon haben, aber der Spezialeingriff von Philipp hält sich leider in Grenzen. Das wird nachher ein bisschen besser, wenn wir dann einen Morlord haben, aber Fakt ist, mit seinen Bodenattacken dürfte er deutlich mehr reinknüppeln als mit, wie heißt das Wort? Oh Mann, ich und meine Vergesslichkeit. Als mit seinen Wasserattacken. So. Aber mich wundert das gerade. Ich habe gerade Andreas angeschaut und der konnte gar keinen Härtner, sondern nur Tackle und Fadenschuss. Obwohl Hannes bei uns ins Textdokument reingeschrieben hat, dass er es als Raupi gefangen hat. Ich dachte immer, wenn man Raupi zu Safcon entwickelt, dann lernt das automatisch Härtner. Obwohl, vielleicht war ja das Fanglevel. Normalerweise entwickelt sich Safcon ja auch auf Level 10. Och nee, das ist ja kacke. Das stimmt, normalerweise entwickelt sich Safcon auf Level 10 zu Smetbo. Und dadurch, dass wir es jetzt auf Level 11 entwickelt haben, kriegen wir die Konfusion gar nicht. Das ist ja beknackt. Och nö.
Ja, was ist das denn für ein Mist? Wir können doch nicht ins Medpo ohne Konfusion haben. Oh, na gut, ich tausche jetzt erstmal zu Philipp. Da muss ich dann nochmal gucken, was wir da machen können. Ich habe zwar den Kampf verloren, aber meine Pokémon gewinnen den Schönheitspreis. Ach so, gegen den hat er schon gekämpft. Oh, Nidoran. Ja, das ist natürlich blöd, Smetbo ohne Konfusion. Das Problem ist, die nächste Psycho-Attacke, die kommt ja nachher erst deutlich später. Das ist ja dann, glaube ich, erst Psy-Stahl oder so. Ich weiß gar nicht, wann Smetbo das lernt. Aber das dauert auf jeden Fall noch ein Weilchen. Aber ich weiß auch nicht, wann wir die TMs bekommen, jetzt für Psychokinese oder so. Hm. Komisch. Das ist ja ärgerlich. Ah, dann hat er das Raupi wahrscheinlich auf Level 9 ne, ich könnte jetzt nachgucken, aber das ist gerade von dem anderen Fenster verdeckt. Dadurch kann ich jetzt nicht nachschauen, auf welchem Level er das gefangen hat, ohne hier das Spiel zu unterbrechen. Oh, das Mogelbaum steht noch da. Warte mal, hat er die Kanne? Jetzt muss ich bloß aufpassen, weil Mogelbaum ja Gesteins-Pokémon ist. Das heißt, mit Griselda und Parzival gehe ich da nicht ran. Und das Level 20 ist es Philipp auch schlecht, also muss Renate. Obwohl... Nee, wenn, dann können wir Philipp noch trainieren damit. Ich weiß bloß nicht, ob er die olle Kanne schon hat, aber das kriegen wir raus. Okay, dann müssen wir erst die Kanne holen und dann geht's weiter. So, was ich eigentlich sagen wollte, ich kann jetzt wie gesagt leider nicht nachgucken, auf welchem Level er das Raupi gefangen hat, weil das durch den Emulator verdeckt wird und ich jetzt einfach auch nicht hin und her schieben möchte die Fenster, weil ansonsten nachher irgendwas mit der Aufnahme vielleicht nicht ganz klappt, das weiß ich nicht, ob das überhaupt funktioniert. Muss ich vielleicht mal ausprobieren, ob man hier Fenster verschieben kann, ohne dass was passiert. Und auf jeden Fall hat das aber wahrscheinlich auf Level 9 gefangen, dann hat sich Level 10 zu Safcon entwickelt, zu spät um Härtner zu lernen, und dann hat sich Level 11 zu Smetbo entwickelt, zu spät um Konfusion zu lernen. Komisch. Lalalalalala, da hast du Wasser, mein Hübsches. Ja, furchtbar. Als ich meiner Schwester von dem wackeligen Baum erzählte, sagte sie mir, dass er gefährlich sei. Ich frage mich, ob sie mir ihre Gießkanne leiht, wenn ich Bianca besiege. Ah, also nochmal mit ihr reden. Oh, du bist besser als Bianca. Dann bist du in Ordnung. Hier, die Shigi-Kanne. Tja, so sieht's aus. Also, wenn sich jemand als stark erweist, dann musst du ihm seine... Lag? Hallo, 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 hallo? Hallo, hallo. Jetzt. Ja, also was ich sagen wollte, wenn sich jemand als stark erweist, dann musst du ihm seine Gießkanne schenken. Lebensweisheiten, die man auf andere Wege nicht erlangen könnte. So, jetzt aber los und heute ist dann das Mogelbaum dran. So, vorher nehmen wir hier aber noch so eine lustige Eisbeere mit. Dam, da, dam, 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 dam. Götz steckt Eisbeere in Itemtasche. So. Und ich glaube, Hannes hat es in einer von seinen älteren Folgen schon mal gesagt, das Mogelbaum können wir nicht fangen, da wir uns auf Route 36 befinden. Und auf Route 36 haben wir laut Textdokument Elfriede, unser Knuffenser, gefangen. Das ist ein merkwürdiger Baum. Möchtest du die Shigi-Kanne benutzen? Ja! Götz benutzt Shigi-Kanne. Der merkwürdige Baum... Nochmal. Der merkwürdige Baum mag die Shigi-Kanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an! Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt kommt Baumbart oder so. Baumbart nennen mich manche. So, gut, dann schnell zu Renate wechseln. Weil, ja, wie schon erwähnt, Philipp hätte Probleme und Griselda und Feuerriegel hätten dann vor dem Steinwurf Angst haben müssen. Und da aber beides nicht wollen, Intensität... 7. Aber wollen wir mal schauen, ob das reicht. Hm, fast. Nicht fußig. Was der so für Attacken kann. Wieso kann der Kampfattacken? Das ist immer voll gemein. Mal gut, dass Renates Verteidigung so gut ist. Ja, der Volltreffer kommt wie immer zu spät, aber Philipp erreicht Level 15. Das ist schön. Und Renate erhält auch Erfahrung. Damit ist das Mogelbaum weg. Wir könnten jetzt... Oh, warte mal, jetzt reden wir mal mit dem hier noch. Hast du diesen seltsamen Baum weggeschafft? Ich bin beeindruckt. Ich möchte dir dies geben. Götz erhält TM8.
Das ist der Zertrümmerer. Damit kannst du Felsen mit einem einzigen gut gezielten Schlag zertrümmern. Sind dir irgendwelche Steine im Weg? Dann zertrümmere sie einfach. Meine Güte, ich bin heute durcheinander. So. Das war jetzt noch wichtig. Und dann schauen wir mal. Oh, Route 37. Hier können wir noch ein Pokémon fangen. Mach ich das zuerst? Nee, ich mach zuerst die Trainer erst. Nora und ich arbeiten immer zusammen. Nora und Joe. Oder Joe. Wahrscheinlich Joe. Nora und Joe schickt Pummeluff in den Kampf. Hehe. Grammatik gelernt bei Yoda, du hast. So, Pummeluff. Ich soll vielleicht in Teak City dann mal ins Pokémon Center gehen. Aber gut, erstmal Parzival. Hahaha, Aussetzer gegen daneben. So, und Glut. Ja, Pummeluff brennt. Uah. Ich stelle mir gerade so ein brennendes Pummeluff vor. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen bösartig manchmal. Aber wer mich kennt, der weiß das und der muss da auch durch. Egal. Pipi. Na, Freund. Dich mag ich auch nicht mehr seit der Arena. Es sei denn, Doris entwickelt sich nachher. Das ist dann natürlich schöner. Gut, Kampf durch Zugabe müssen wir jetzt die ganze Zeit Glut einsetzen. Aber in diesem speziellen Fall habe ich da jetzt nichts dagegen. Ja, probier's nochmal. Kleiner Tipp, wenn du das überleben soll, das macht doch nochmal Zugabe. So, das war's für Pipi und Level Up ganz knapp verpasst. Nein, wie nicht zu stark. Tja, so ist das. So, an dem fahren wir erstmal gelassen vorbei und heilen erstmal unser Pokémon. Ach so, Bill. Tja, dann können wir uns ja ab jetzt dann auch das Evoli in seinem Haus abholen, Dukatia City, aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe. Hi, ich bin Bill und wer bist du? Götz, du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin soeben mit den Arbeiten an der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann? Meine Zeitkapsel ermöglicht auch Tauschhandel in die Vergangenheit. Aber du kannst nichts in die Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Solltest du das versuchen, erleidet der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du alles entfernen, was es in der Vergangenheit nicht gab. Einfach gesagt, du darfst keine neuen Attacken oder Pokémon mit der Zeitkapsel verschicken. Keine Sorge, ich bin jetzt fertig. Schon morgen werden Zeitkapseln in allen Pokémon-Centern zur Verfügung stehen. Ich muss zurück nach Dukatia City, um meine Freunde zu besuchen. Tschüss! Tja, weg ist er. Gut, aber es sieht nicht so aus, als könnte ich mir in dieser Folge noch das Evoli holen. Weil in Dukatia City haben wir ja noch kein Pokémon. Aber entweder denkt Hannes daran oder ich mache das dann einfach in meiner nächsten Folge. Gut, da jetzt auch nicht mehr so viel Zeit ist, denke ich, werden wir die verbleibende Zeit nutzen, um uns hier noch ein Pokémon zu fangen. Schauen wir mal, was es gibt. Topsy. Tja, da greift das erste Mal in meiner Folge die Doppelungsregel. Flucht unmöglich. Das so clever war ja, Philipp nach vorne zu stellen. Versuchen es einfach nochmal, ja. Gut. Ich will jetzt nicht mit dem kämpfen. Gucken wir mal. Gut. Diesmal begehe ich nicht den Fehler und setze Aquaknarre ein, sondern benutze gleich den Turboball, denn Vulcano ist imstande, den Kampf eigenmächtig zu beenden und demzufolge müsste der Turboball bei ihm die höchste Wahrscheinlichkeit haben. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, ob das, oder ob Brüller als solche Attacke zählt. Wisst ihr was? Ich benutze jetzt einfach einen Superball. Auch allein schon, damit wir nicht den letzten Turboball verschleudert haben, falls wir mal einen Abra oder so treffen. Das wäre ja dann auch noch cool. Komm. Ja! Ja! Vulcano wurde gefangen. Für Vulcano wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Stößt es in seinem weiten Gebiet auf einen fremden Geruch, versucht es den Eindringling zu vertreiben. So ist es. Und Vulcano heißt ab jetzt Jutta. So, Jutta wurde auf Bills PC übertragen und damit ist die Folge auch schon vorbei. Und, ja, ich werde mal dafür sorgen, dass Hannes den Kampf noch mitbekommt. Und wir sehen uns in der übernächsten Folge. Tschüss!